Na, wie oft machst du Selfies im Fahrstuhl? Dafür sind die Spiegel doch da, oder? Oder gibt es sie aus Sicherheitsgründen nur zur Überwachung? Vielleicht sind aber auch geheime Teile des Aufzugs dahinter versteckt, die niemand sehen darf. Der Aufstieg und Fall des Fahrstuhlimperiums, darum geht es heute hier. Oh, und pass auf, wenn du eintrittst. Nummer 1. Der Urgroßvater des heutigen Fahrstuhls entwarf der legendäre altgriechische Mathematiker Archimedes selbst. Um 235 vor Christus baute er eine hölzerne Plattform, die in einem offenen Schacht an Seilen hoch und runter ging. Damit wurden Wasser und Baumaterial nach oben befördert und angetrieben wurde sie von Menschen oder Tieren. Nummer 2. Das römische Kolosseum hatte früher Aufzüge und nicht nur einen, sondern 24. Darin wurden Käfige mit wilden Tieren transportiert. Mindestens 8 Menschen waren nötig, um den Aufzug zu bedienen. Alle 24 Türen mussten gleichzeitig geöffnet werden, um 100 Löwen gleichzeitig in die Arena zu lassen. Und danach gab es Mittagessen oder so. Nummer 3. Der erste öffentliche Personenaufzug wurde 1857 in einem Kaufhaus in New York City installiert. Er wurde von den Otis-Brüdern hergestellt und mit Dampf betrieben. Obwohl er im Vergleich zu den heutigen Aufzügen super langsam war, empfand die Öffentlichkeit ihn damals als ein echtes Wunder. Otis schaffte es, die Ängste der Menschen zu beruhigen. Damals hatten die Leute nämlich noch Angst, dass sie beim Herunterfahren im freien Fall stürzen würden. Ja, Spaß. Nummer 4. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden Aufzüge als bewegliche Räume bezeichnet, weil sie damals viel ausgefallener gestaltet waren, als manche Wohnung es war. Es gab Kronleuchter, teure Möbel und Teppiche. Die Passagiere setzten sich hin und genossen die Fahrt. Vielleicht hat das was mit den Spiegeln in den Kabinen von heute zu tun? Ich meine, so als ausgefallene Dekoration? Na, ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Fakten, um sicher zu sein. Nummer 5. Würdest du auch gern mal in einem Penthouse wohnen, aber du kannst es dir einfach noch nicht leisten? Vielleicht entspannt dich dieser Gedanke. Die oberen Stockwerke sind erst seit jüngster Zeit so prestigeträchtig und luxuriös geworden, und zwar wegen der Aufzüge. Davor lebten dort nur die Bediensteten und Geringverdiener, wegen der vielen Treppenstufen, die erklommen werden mussten. Als die Aufzüge kamen, schafften es auch die Reichen in die obersten Stockwerke, haben sich dort in die Aussicht verliebt und sind geblieben. Nummer 6. Heute fahren täglich weltweit mehr als 325 Millionen Menschen mit einem Aufzug hoch und runter. Eine durchschnittliche Person nutzt diese bewegliche Kabine 4-mal pro Tag. Du auch? Nummer 7. Von all diesen 325 Millionen steigt nicht jeder so entspannt und mutig in den Aufzug, aber im Vergleich zu den 1920er Jahren gibt es heute weniger Angsthasen. Als damals die Aufzüge immer populärer wurden, aber die Menschen noch große Angst hatten, in den Aufzug zu steigen, ließen sich die Betreiber des Hotels, Geschäfte und Bürogebäuden eine Lösung einfallen. Sie begannen, beruhigende Musik in den Kabinen zu spielen. Auch heute hörst du oft noch diese Fahrstuhlmusik als Hommage an die Vergangenheit. Das könnte unser Hinweis sein. Vielleicht sind die Spiegel für den gleichen Zweck da? Also auf mich haben sie eine beruhigende Wirkung. Außer Sonntagmorgens, da schaue ich am liebsten weg. Nummer 8. Um diejenigen zu beruhigen, die an verschüttetes Salz, schwarze Katzen, aber vor allem an die unglückliche Zahl 13 glauben, wurde in vielen Gebäuden kein 13. Stock nummeriert. Deswegen haben auch rund 85% der Otis gebauten Fahrstühle in den USA keinen Knopf mit der Nummer 13. Aber ich schätze mal, die Spiegel gefallen den Abergläubischen auch nicht besonders. Was ist nur los mit den Menschen? Nummer 9. Viele Aufzüge auf der ganzen Welt sind mit Spiegeln ausgestattet. Tatsächlich sind sie nicht aus Sicherheitsgründen angebracht, sondern um dich auf dem Weg zwischen den Stockwerken zu beschäftigen. Wenn dein Verstand mit etwas beschäftigt ist, zum Beispiel mit der Frage, ob das da ein graues Haar ist, das du im Spiegel siehst, oder ob dein linkes Auge etwas größer ist als das rechte, erscheint dir die Fahrt viel kürzer. Einige clevere Unternehmen nutzen die Liebe zum Selfie und bringen lustige Zeichnungen oder Zitate an die Spiegel. Wenn du dann ein Selfie postest, machst du gleichzeitig kostenfreie Werbung für das Unternehmen. Der weniger narzisstische Grund für Spiegel im Fahrstuhl ist die Beruhigung von Menschen mit Klaustrophobie. Ein Raum mit Spiegeln wirkt nämlich immer größer, als er eigentlich ist. Nummer 10. Gehörst du auch zu denjenigen, die immer den Schließen-Knopf drücken, damit sich die Aufzugstüren schneller schließen? Schreib's mal unten in die Comments rein, ob du auch so einer bist. Und wenn du's tust, dann habe ich interessante Neuigkeiten für dich. Dieser Knopf ist nichts anderes als ein Placebo. Dieser Fake-Knopf lässt sich nur denken, dass du die Fahrt kontrollierst und die Dinge beschleunigen kannst. Nummer 11.
Ein anderer Placebo-Effekt beim Aufzug ist das wiederholte Drücken der Ruftaste. Hör auf meine weisen Worte. Es spielt keine Rolle, ob du den Knopf ein- oder tausendmal drückst. Der Aufzug kommt immer mit der gleichen Geschwindigkeit an. Einmal drücken reicht also. Nummer 12. Obwohl mehr Menschen Angst davor haben, in einen Aufzug zu steigen als in ein Auto, ist der Aufzug ein sichereres Transportmittel und statistisch gesehen die sicherste Beförderungsart. Tatsächlich sind sie 20-mal sicherer als Rolltreppen, die die nächsten Verwandten sind. Es gibt nur wenige Momente, bei denen du nicht den Aufzug nehmen solltest. Bei Feuer, bei einem Erdbeben oder wenn dein Freund zum Mittagessen Bohnen gegessen hat. Nummer 13. Von Zeit zu Zeit bleiben Aufzüge stecken. Ja, das kann aus vielen Gründen passieren. Stromausfall oder Gerätedefekt. Bleib aber ruhig. Es gibt keinen Grund zur Panik. Der Aufzug hält nämlich an, um zu verhindern, dass du in Schwierigkeiten gerätst, falls etwas mit dem Gewinde oder der Maschine nicht stimmt. Auch wenn nur eine geringe Gefahr besteht, ist das Anhalten die beste Lösung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt aber bei 1 zu 5000. Nummer 14. Wenn du in einem Aufzug festsitzt, versuch nicht allein da rauszukommen. Betätige den Notrufknopf, um Hilfe zu kontaktieren und dann warte, bis jemand kommt, um dich zu retten. Übrigens ist es eine gute Idee, höflich zu den Leuten am anderen Ende der Leitung zu sein. Es ist unwahrscheinlich, dass es ihre Schuld ist, dass du im Aufzug feststeckst. Wenn du sie anschreist, werden sie nicht automatisch schneller arbeiten. Außerdem willst du doch nicht riskieren, auf ihrer To-Do-Liste nach unten zu rutschen. Meistens dauert es sowieso weniger als eine Stunde, bis du da wieder raus bist. Wenn du Angst bekommst, weil dir die Luft ausgeht, während du auf Hilfe wartest, kann ich dich beruhigen. Die Kabine ist nicht luftdicht. Falls du es aber generell nicht ertragen kannst, auch nur für ein paar Minuten gefangen zu sein, dann vermeide überfüllte Aufzüge und halt deine Taschen nicht direkt vor der Tür. Nummer 15. Hier ist mit Sicherheit der beruhigendste Fakt für diejenigen, die noch Zweifel an der Sicherheit von Aufzügen haben. Auch wenn einige der Kabel aus irgendeinem Grund ausfallen, reicht eins aus, um die Konstruktion zu halten. Jede Aufzugskabine verfügt über 6 bis 8 Stahlseile, die stark genug sind, um die Kabine zu halten. Es gibt auch super effiziente Bremsen unter der Kabine, die sie im Notfall verlangsamen. Aber dass die zum Einsatz kommen, ist auch höchst unwahrscheinlich. Abrupte Abstürze sind also ausgeschlossen. Für noch mehr Sicherheit sorgen Bremsen über der Kabine und Gewichte auf den gegenüberliegenden Enden der Kabel. Wenn der Aufzug nicht komplett beladen ist und etwas schief geht, lassen die Gegengewichte ihn nach oben gleiten und nicht nach unten. Nummer 16. Einige Aufzüge sind interessanter als andere. Oder besser gesagt, sie präsentieren dir eine interessantere Aussicht. Wie zum Beispiel der Beilong-Aufzug. Was du von diesem Außenaufzug aus alles sehen kannst, ist definitiv eine Reise nach China wert. Oder im legendären Luxor-Hotel in Las Vegas, wo der Aufzug in einem Winkel von 39 Grad fährt. Am Gateway Arch in St. Louis wird es noch ungewöhnlicher, weil sich der Aufzug entlang des Bogens bewegt. Einer der ältesten Aufzüge der Welt ist der La Cerda in Salvador. Er ist ein echtes Verkehrsmittel der Stadt und transportiert täglich rund 30.000 Menschen. So, und jetzt kommt ein lustiger Bonus. Ein Rätsel für alle Aufzugfans da draußen. Stell dir vor, du arbeitest als Aufzugführer in einem 36-stöckigen Gebäude. 9 Personen steigen im ersten Stock ein. Wenn du im 12. Stock anhältst, steigen 7 Personen ein und eine Person steigt aus. Im 16. Stock steigen 11 Personen aus und 5 neue Passagiere steigen ein. Im 20. Stock drückst du den falschen Knopf und der Aufzug bleibt stecken. Also, die Frage ist, welche Farbe hat das Hemd, das der Aufzugführer trägt? Du hast 10 Sekunden Zeit, um drüber nachzudenken. So, die Zeit ist um. Die richtige Antwort kannst nur du geben, wenn du in die Spiegel des Aufzugs schaust, denn dann siehst du, welche Farbe dein Shirt hat. Na, kannst du dich erinnern? Ich habe dich gebeten, dir vorzustellen, dass du dieser Aufzugführer bist. Bist du drauf reingefallen? Schreib's in die Comments. Hey, und wenn du etwas Neues, Interessantes gelernt hast, dann gib diesem Video gerne ein Like und teil's mit deinen Freunden. Und hier kommen noch mehr spannende Videos, die dir gefallen werden. Klick nach links oder rechts und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.